Moin liebe Freunde und willkommen zurück zu einem weiteren Teil der Pokémon Crystal Clear Nothing Church. Ich bin Nerd. Jetzt bin ich erstmal hier wieder in der Höhle des Löwen, wollte ich beinahe sagen. Nein, und zwar hier wieder im Tinnoberinsel in der Höhle. Jo, im letzten Part einfach mal so die Möglichkeit dazu mit gehabt, erst einmal wieder die verlassene Villa mit vorzufinden. Schade eigentlich, dass halt eben das Pukanus sich dazu entschieden hat, lieber hier das weiter zu suchen, anstelle quasi im Ball mitzubleiben. Dann findest du mit einer Wahrscheinlichkeit von 5% einen Cyndaquil, also quasi ein Feuerriegel, was ich aber nicht einsammeln darf. Oh, und dann hast du halt eben noch so einen speziellen Trainer, der hier unbedingt ja noch einen Feuerriegel mit Ausschlag gehalten hat. Und wahrscheinlich war es so gesehen auch derselbe Trainer, den ich dann auch hier oben hier im Mondberg mit hätte vorfinden können. Wäre sehr nice mit gewesen, aber leider war dann dort mich zugegen. Also was dann daraus mit ausschließt, zusammenführt, so in dem Sinne, dass dann dementsprechend das dann wohl der eine und dasselbe dann wohl mit gewesen sein muss. Gut, und das ist also hier dieser kleine Teich hier, wo dann, ja, wo ich dann dementsprechend hier die Möglichkeit habe, auch ein Mushas mit vorzufinden. Sehr nett. Aber das zählt dann eben hier alles für mich ja noch hier zur Zinnoberinsel. Ergo, nein, darf ich halt eben das Ganze nicht mitmachen. Und hier geht es zumindest raus. Neue Zinnoberinsel. Neue Cinnabar. Ui. Okay, und du so feines. Ich habe total vergessen, mein Pokémon surfen. Nee, ich habe total vergessen. Nee. Ich habe mein Surfer-Pokémon total vergessen, von zu Hause mitzunehmen. Ja, dann geh halt schwimmen. Ich meine, wir sind der Protagonist, wir dürfen nicht schwimmen, wir können nicht schwimmen. Und du kannst so gesehen auch komplett hier ersaufen, so in dieser Hinsicht. Also zumindest hat das den Legenden Arceus mit der Fall und Route 21. Ich hätte sogar gleich hier hingehen können. Ui. Aber warte mal, das ist New Cinnabar. Das ist dann für mich eine neue Route. Das ist dann für mich eine komplett neue Route. Aber gut, Tentacha, ja gut, brauche ich nicht. Habe ich ja schon. Ein Pokémon Markt hast du sogar auch hier. Nice. Ja, okay. Mal sehen, was hast du denn so Feines für mich mit am Start? Ich glaube, ich brauche mal ein paar Schutz-Items. Ich bin sonst hier leicht schutzlos ausgeliefert. Konnte nämlich mal 20 Superschutz mal mit. Weil schließlich habe ich ja quasi so das Geld. Das seht ihr auch quasi noch alles zu New Cinnabar. Auch hier gibt es noch eine Fähre. Oh Gott, wo führt mich denn diese Fähre denn überhaupt hin? Ich meine, ich habe quasi noch hier oben, hier in Azuchia, hier Bucht, habe ich quasi auch noch hier eine Fähre. Keine Ahnung, wo mich das überhaupt hinführt. So, nachdem quasi der Vulkan hier auf der Zinnoberinsel mit ausgebrochen ist, sind quasi Blaine und seine Pokémon quasi hierher gekommen und quasi den Cinnabar-Tunnel quasi hier quasi mit Feuer mit auszuhöhlen. Und seitdem ist quasi eine große Touristenbereicherung quasi so also wenn halt eben hier aus der geschmolzenen Lava hier quasi hier ja Höhenzugang mitgemacht wird, okay, sowas halt jetzt der Dreh rum. So habe ich jetzt mal so grob jetzt mit übersetzt. Mal sehen. Es ist dem schon, ja, kurz im New Cinnabar Island, hast du schon mit am Start? Okay. Gut, mal sehen. Cinnabar Lab. Oh, da darf ich schon endlich mal hier meine Pokémon, wie gesagt, meine Fossile wiederbeleben. Und, oh, hier hast du einen Evoli. Hallöchen. Rii. Okay, du so feines. Willkommen. Möchtest du was kaufen? Was möchtest du kaufen? Gut, die ganzen Mail-Items. Ich glaube, die gab es, ich dürfte man aber auch nur bis zur dritten Spielegeneration ab der... Nee, Moment. Gab es diese Briefe etwa nicht vielleicht auch noch in der vierten Spielegeneration? Also mit den Briefen war es quasi möglich, dass du quasi das einem Pokémon mit ausstatten konntest und den Brief konntest du quasi auch mit einer begrenzten Zeichenanzahl mit Text belegen und dann zum Beispiel per Tausch es dem einen anderen Trainer quasi mitgeben. So in der Form. So, meine Großmutter verkauft quasi alle möglichen Arten von Briefen, seitdem quasi die Insel so ein roller Touristenspot mit geworden ist, verdient sie quasi damit hier eine ganze Menge hier an Postkarten. Ja, kannst du gerne machen. Also durch den Verkauf von Postkarten verdient sie halt eben damit hier sehr viel Geld. Okay, so feines Cinnabar Island. So, Westen Route 21, Norden Route 21 ist,
Azuria City in hier, Alabastia. Ach, guck mal, hier ist sogar gleich die Arena. Nice! Da gehe ich aber jetzt noch nicht rein. Also ich meine nicht, dass ich eben jetzt so, ich sag mal so mit Surfer quasi so Pyro ja easy mit wegklatschen kann. Aber ich möchte mich erstmal noch ein bisschen mit umsehen. Und erstmal hier rein. Ah, gut, spreche dich mal wieder an. So, willkommen hier im neuen Pokémon-Labor. Wir haben quasi hier das ganze Setup hier für unser ganzes neues Equipment hier schon erstmal mit fertiggestellt. Fühl dich frei, dich mit umzusehen. Ja, und du, Spinus? Achso, dich kann ich eben nur so mit ansprechen. Oh, hey, sieht aus, dass ich quasi hier ein bisschen mit beschäftigt bin. Wie ist der Name? Doppelpunkt. Oder drei Punkte. Nerdy denn? Nur ein Nerdy. Na, ich dachte, der ist ja gerade mit beschäftigt. Und wieso kann ich jetzt mit mir labern? Mal sehen. Ich habe quasi hier einen Systemcrash vor 20 Minuten mitgehabt und ich versuche quasi meine ganzen Dateien mitzufinden. Standard Tipp eines Informatikers. Hast du schon mal versucht, dein System auszuschalten und wieder einzuschalten? Ich weiß, das ist so fies, aber das muss es mal sein. Nur eins von diesen Tagen würde ich halt eben so mit meinen. Wir haben quasi einige Probleme hier in dem Fossil-Labor, aber ich denke mal, dass quasi das alles schon mit dem ausgetiert wurde oder generell schon mit bereinigt wurde. Weißt du, kommst du nicht eigentlich so mit runter und checkst es quasi mit aus? Ja, okay, gut, dann machst du es einfach mal. Und du, so Feines, ich habe quasi keine Möglichkeit hier als woanders hier auf der Insel mit zu leben. Ach nee, der Text war anders. Ich lebe gar nicht mehr auf der Insel oder schwund nicht auf dieser Insel. Ich nutze quasi mit meinem Pokémon hier Surfer, um halt eben so über die Gewässer hier zu reisen und eben dann jeden Tag hier auf der Zinnoberinsel hier mit zu sein. Ja gut, oder eben gesagt, diesen Labor. Mal sehen. Es ist eben eine lange Zeit oder eben gesagt, ein langer Weg bis dorthin, aber man sieht quasi eine ganze Menge oder irgendwas ähnliches. So, was das hier eine... eine kaputte Maschine, die hat eben irgendetwas hier mit gemacht hat, so in dieser Form. Also, ihr sieht aus, als wäre quasi da das mit eingraviert. Alte Ügömer, il für Indus. Okay, mal sehen, was könnte das wohl mit bedeuten? In das Industrial, das nehme ich jetzt mal so mit. Okay, dann steht da bestimmt Mate. Also Mate, irgendwas hier unten mit Industries in Five Industries. Keine Ahnung. Mal sehen. Es ist so zu lesen, schwer zu sagen, was quasi dort mit stehen könnte. Wer eine Vermutung hat, gerne mal berichten. Okay, mit dieser Maschine kann ich nicht mit interagieren und zu so Feines. Es gibt quasi keinerlei Aufnahmen mehr von Dr. Fuji, der quasi mal hiermit gearbeitet hat. Wir haben, wir haben quasi nicht alle unsere Daten hiermit verloren, als quasi der, als der Vulkan ausgebrochen ist auf der Insel und dort alles mit zerstört hat, sonst ist hinsicht. So, es gibt quasi hier einen Typ, der quasi hier irgendwas hier in dem Labor hier an Aufnahmen mit gerettet hat. Aber ich weiß, dass quasi hier eine Menge an alten Zeug mit rumliegt, hier zur selben Zeit. Also bin ich mir nicht sicher, was ich dazu jetzt wohl halten soll oder irgendwas in dieser Form stand eben da jetzt mal so. Mal sehen. Es gibt ja einige andere Wissenschaftler hier, die halt eben so Wichtiges hier zutage gebracht haben, was so zum Beispiel hier in dem Pokémon-Menschen ja dort mit vorgefunden ist, als quasi der Vulkan damit ausgebrochen ist. Ich habe quasi Gerüchte gehört, dass quasi dort ein sehr seltenes und sehr starkes Pokémon sein soll. Der redet bestimmt hier so als Referenz zu Mewtwo, weil das war so ein bisschen auch so im ersten Pokémon-Film. Glaube ja, dann dort so mit zu geben und es ist wahr. Mein Großvater ist quasi ein Wissenschaftler hier des alten Cinnabar-Labors mit gewesen. Er hat quasi Geschichten über Dr. Fuji und seine Abenteuer auf dieser Insel hier schon mal mit wahrgenommen. Natürlich ist es quasi nur eins von vielen Geschichten. Gut, dann nimmt das an sich gerne mit. Wo ist eigentlich der Typ, der quasi hier meine Fossile wieder mitbeleben tut? Mal sehen. Wissenschaftler hüpfen quasi von Labor zu Labor, wenn sie quasi irgendwas mit brauchen. Das Gute daran, oder eins von den Guten ist, dass sie quasi den anderen Informationen quasi so mit ausliefern oder aushelfen. So, okay. Und sonst habe ich jetzt erstmal hier nichts weiteres. Gut, dann schauen wir mal nach, was haben wir denn hier so Feines. Das sieht doch bestimmt nach dem aus, oder? So, hallo, ich bin Ivan. Ja gut, schön, dass du Ivan bist. Wissenschaftler, nämlich quasi einfach nur Ivan, der quasi hier in der Arbeit, um quasi Fossil-Pokémon wieder zu erforschen.
So, Ivan kommt von weit her. Spricht er gerade über sich selbst in der dritten Person Singular? Glaube ja. Mal sehen, wie ist dein Name? Ja, so wie auch immer. Freund Nudi. Okay, lass ich mal so mitstehen. Bitte lasse quasi Ivan davon berichten, wenn du quasi einiges hier an Pokémon-Fossilien hast, mit dem er quasi mit aushelfen kann. Ja, gut, Ivan, ich habe eigentlich mehr als genug davon. Freund Nudi, möchte quasi... Ja, das möchte ich. Okay, ich habe zwar jetzt nicht das Felix-Fossil ausgewählt, aber gut, dann nehme ich das erstmal gerne mit. Mal sehen, ich brauche deine Telefonnummer. Ach so, ja gut, damit er mich anrufen kann und ich brauche erst einmal genügend Platz. Weil, so gesehen, einen Platz bei mir, damit ich dann dementsprechend hier das jeweilige Pokémon wieder mitnehmen kann. Aber, ja, aktuell muss erstmal lange laufen, damit ich das dann irgendwann mitholen kann. Okay, gut, es wird dann leider nicht so mit sein, dass du eben dann einfach aus dem Gebäude raus wieder reingehst und dann hat er quasi schon das Pokémon quasi wieder belebt. Aber gut, wenn wir schon mit dabei sind, dann nutzen wir quasi noch das hier alles. So. Ivan ist quasi so ein Whiz. Okay, wie könntest du das mit übersetzen? Ich denke mal eher ein Ass dazu, wenn es halt eben darum geht, ja, alte Pokémon-Fossilien wieder mitzubeleben. Falls du quasi eins hast, was du mit ihm bringen kannst, dann nutze er es. Er kann es quasi helfen, wenn er quasi so. Also, wenn du das quasi gebrauchen kannst in dieser Form. So. Jeder in diesem Labor ist quasi hier ein Spezi, wenn es darum geht, hier Gerüchte eines sehr seltenen und starken Pokémons ja quasi mit zu verbreiten. Aber wir haben quasi, also haben wir nicht eigentlich mehr als genug mit zu tun, so in der Hinsicht. Tja, gut, schade eigentlich. Ich dachte, ich könnte jetzt quasi hier die ganzen Fossil-Pokémon sofort wiederbeleben und dann so meine Freude dran haben, diese alle mit aufsammeln. Aber ich mache dann nochmal so diesen Trick und frag einfach mal nach. Kann ja durchaus mit sein, aber kann ich mal eh nichts. So. Es ist wirklich so mit eingetreten. Einfach mal Gebäude verlassen, dann wieder betreten, schon bekommst du dein jeweiliges Pokémon. Ah, das ist eben jetzt hier... Ach nee. Okay, gut, vergiss es. Ich dachte, der sagte schon hier, du hast keinen Platz, deswegen... Okay. Aber so vom Satzbau klang das jetzt von... Hey, guck mal, ich habe jetzt dein Pokémon fertig wiederbelebt. Dann halt eben nicht. Okay. Wo geht es mit dieser Fähre hin? Ich will es wissen. Was hat man denn hier alles gemacht? Junge, du. Ich brauche quasi mal eine Pause von den Typen hier aus dem Labor. Ich schwöre, das sind alles Psychopathen, die niemals mit... also die generell nie falsch liegen wollen. Ersten Mal sehe ich sogar, also gut, ich bin jetzt halt eben zum ersten Mal jetzt in so einem Gebäude jetzt hier mit drin, davon wird abgesehen. Ja, heilen, okay, danke dafür. Ich meine, da steht sogar ein Heiltera. Hat das Heiltera schon in der zweiten Spielegeneration mitgegeben? Weil eigentlich triffst du das auch im. Oder warte mal, seit wann gibt es eigentlich Heiltera? Gibt es das nicht eigentlich erst ab der vierten Spielegeneration? Mal sehen, wenn wir schon mit dabei sind, warte mal. Heiltera, wenn wir schon mit dabei sind, ja? Nee, das gibt's wirklich schon seit der zweiten. Ui! Hüsch, wenn du so vieles nicht auf dem Schirm hast. Junge. Okay, hier kann ich mir sogar noch etwas mit kaufen. Freshwater Solar Pop, Kumo Milch, Rage Candy Bar. Okay, Berry Juice. Nice. Wofür bestehen überhaupt diese Fähre? Mich hin. Das ist eine Tür. Hä? Ach so, ich bin jetzt hier oben. Ja, nice. Okay. Wo geht's hier lang? Wo komme ich hier raus? Was ist hier alles? Route 19. Okay, gut. Ich habe jetzt... Aber wie lang ist eigentlich dieses Gebäude? Das sieht ja wirklich so aus, als ob dieses Gebäude von der Route 19, womit ich dann zu Fuchsiane City komme, gleich bis das New Cinnabar mitgebaut wurde. Okay, Moment. Wenn wir dabei sind, erstmal die ganzen Leute hier mit anquatschen. Mal sehen. Ich warte hier auf die Fähre, die quasi von Cerulean City mitkommt. So, Cerulean City. Hier, von da ganz oben. Mal sehen, das muss quasi hier ein toller Service mit sein. Ja, und Moment. Mal sehen.
Ahoi, Landratte. Willkommen zu der schnellen Fähre. Wo möchtest du quasi mit hin? Ach stimmt, hier, ich habe das Bootsticket. True. Oliverne City, Cerulean City, Cinewood City. Vielleicht nächstes Mal. Nice, 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 ein Stein. Okay. Aber warte mal, dann sprech schon die Bezahlen. Damals in meinen alten Tagen wollte ich unbedingt mal hier zur Zinnoberinsel, als es quasi noch hier die Seeschauminsel noch mit gab. Aber, und wir haben es quasi mitgeliebt. Stimmt, die Seeschauminsel, wo sind die eigentlich? Da kannst du doch. Na gut, bestimmt mit Surfer kannst du dann dort mit hin. Mal sehen. Mom ist quasi mit eingeschlafen. Ich glaube, das klingt so quasi so, wie als würde es quasi so die Wellenrauschen mit hören. Ich bin doch wach. Okay, du so fast. Was? Ja, okay. Ich glaube, das hat auch so eine gewisse Anspielung. Ich weiß noch nicht zu was genau, aber okay. Und da unten ist sogar noch hier noch ein Seemann, den ich dort gar nicht erreichen kann. Schade, hier darf ich nicht surfen. Hätte ich nur zu gerne mitgesehen. Aber komm, wenn ich schon mal mit dabei bin, verstehe ich mich dann, so mal sehen. Gut, ich bin quasi so mit dabei, so fischen, bla bla bla, okay, fischen, ole ole ole. Das heißt, ich bin aber doch jetzt hier schon in Fuxiana City. Fuxiana City. Ich meine, eines möchte ich mir noch mit begutachten. Und zwar, wenn das hier mit dabei ist, ich meine, ein Goldsilberkristall wurde ja leider nicht mit mehr eingebaut, weil entweder keinen Speicherplatz mehr mit da war oder weil vielleicht hier Deadline hier schon fast überschritten wurde, ob es halt eben hier die Safari-Zone mitgibt. Wenn ja, dann sehr gerne, aber mal sehen. Mal sehen. Mein Großvater ist quasi der Wärter der Safari-Zone geworden. Gut, damit wurde die Frage schon mal hinreichend beantwortet. Mal sehen. Er ist quasi, also nun endlich mal zurück von seiner jeweiligen Reise. Also hat er quasi eine Menge an seltenen Items in dieser Safari-Zone mitgebracht. Oh nein, Safari-Zone! Leute, ihr wisst Bescheid, was als nächstes willkommen zu uns. Er hat quasi mir das mal gegeben mit einer großen Box hier an. Aber ich brauche das nicht. Also, fühl dich quasi frei. Ja, nimm alles, was du mitbekommen kannst. Ja, ich nimm's gerne mit. Mal sehen. Eine riesige Anzahl an Boxen. Mal sehen, was bekommen wir. Also, es sieht so aus, es ist quasi nicht so, was quasi so in der Box mit übrig geblieben ist. Oh, schade. Und haben wir vielleicht hier irgendwas? Oh. Die habe ich ja reingelegt, die Olle. Bescheid. Weil das sah jetzt wirklich aus wie, hey komm, du kannst doch hier wirklich jetzt alles hier mit ausgraben, hier ausplündern. Also plündern, nee, ist ja der falsche Begriff. Nimm, was du kriegen kannst und geht nicht zurück. Ach nee, warte, das ist ja auch plündern. Komme ich überhaupt so in diesen kleinen Teich dort mit rein? Nee. Mal sehen, hier ist ein Foto eines alten grinsenden Mannes, der quasi von Pokémon umringt ist, umzingelt ist. So, mal sehen. Es ist ein Foto eines riesigen Grasplantage, wo quasi ein seltenes Pokémon quasi da halt eben dort ein bisschen rumpickt oder beziehungsweise sich dort mit aufhält. Yo! Warte, ist das schon diese Fahrzone? Ach nee, 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 ist es nicht. Stimmt, das ist ja irgendein Spezial-Item. Und, Spezialhäuschen, aber keine Ahnung, was das überhaupt mit war, weil das habe ich eigentlich nie so richtig mit besucht. Aber was haben wir hier so weit? Das ist irgendwas Goldenes, Glänzendes. Da sehen wir jetzt nicht zufälligerweise, die Goldzähne, oder? Nee, Nuggets. Okay, aber auch goldig. Wer schmeißt bitteschön ein Nugget in einen Mülleimer? Mal sehen. Ich war I'm in charge of the Safari Zone when the reward was away. Okay, gut, ich glaube, du passt einfach nur so mit auf. So, mal sehen. Er kam quasi hier mit. Also, er ist quasi von einer langen Reise quasi mit zurückgekommen, aber er geht immer wieder mal. Suchst du hier das Tor, muss er quasi hinter diesem jeweiligen Gebäude quasi mit hingehen. Ja, ja, okay, gut, hätte ich mir schon fast mehr mitgedacht. Muggelbaum. Nice! Mal sehen. Name ist Sudobudu oder Muggelbaum. Es ähnelt halt eben eines Baumes. Relaxo.
Ganz ehrlich, wenn Relaxo so riesengroß mit wäre, was er so mit hinterherlaufen würde, ich würde eigentlich so feiern. Aber hey, wenn du das mal so mit betrachtest, dürftest du doch mal glatt meinen, dass es vielleicht auch schon so eine anfängliche Referenz zu Legenden Arceus mit der Fall wäre. Weil so gesehen, Legenden Arceus kam ja 2022 raus. Stimmt, 2022. Und dieses Spiel kam quasi im Jahr 2019. Also zumindest, was das hier die Version 2.0 mit betreffen tut. Keine Ahnung, wann so die erste Version dann so mit rausgekommen ist. Aber das wäre eigentlich schon etwas. So ein kleines Relaxo, riesen Relaxo. Und in Legenden Arceus hast du quasi auch so kleine und riesige Pokémon. Bestimmt wäre es so eine gute Referenz dazu gewesen. Bin ich der festen Überzeugung. So, das ist bestimmt Kangama. Yep. Ich mache im Übrigen auch noch hier eine Single-Pokémon-Challenge mit einem Kangama, was ich dann auch hier als Pazifista-Modus mit hernehme. Oh boy. Den ist am besten dann selbst, sobald das Video dann damit fertig ist. So, Lapras nehme ich am besten auch gerne noch mit. Obwohl ich eigentlich schon genau dieses Pokémon hier schon in meinem Pokédex mit habe. Hier habe ich noch einen Markt. Hier habe ich noch einen Gyarados. Sehr schön. Da oben ist sogar noch ein Onix. Sehr nice. Auch noch hier riesengroß und schön mit dargestellt. Ui. Ein langes, gigantisches Fels-Natter-Pokémon, in der Tat. Aber ich meine, ist ja nicht so, dass dieses Onix einfach mal so wenig so mit dem abhauen kann. Beziehungsweise eigentlich müsste dieses Gyarados ja auch riesengroß sein. Da habe ich noch eine Burnsberry. Ja, nehme ich gerne mit. Bin ich nicht abgeneigt. Ja, und ansonsten ist hier nichts weiteres. Ja, und da ist die Safari-Zone. Ich glaube, ich werde dann dementsprechend dort meine Freude mit dran haben. Bestimmt werde ich das dann aber so mitmachen. Vorausgesetzt, es ist dann auch somit möglich, dass dies in mehrere Areale unterteilt ist, dass ich dann jedes Areal dafür mit nutze, um mir dann dort ein neues Pokémon mir zu holen. Da kriegen wir dann noch so die Safari-Bälle. Bin mal gespannt, was wir dort damit bekommen werden. Aber alles zur geraden Zeit. Meine Stimme geht langsam hier den Bach runter. Bis zum nächsten Mal. Ciao.